Ich stand da nicht etwa in Asien, in der Türkei, in Albanien oder in Vietnam, sondern im St. Gallerin-Tal in einer Industriehalle. Man kann es kaum glauben, aber da werden noch Schuhe produziert. Der, der die Schuhindustrie wieder zurück in die Schweiz geholt hat, steht jetzt neben mir, der Karl Müller. Herzlich willkommen, Karl Müller. Schön, dürfen wir heute bei Ihnen sein. Vielleicht können Sie uns zuerst gerade einmal erzählen, während wir hier auf einen Rundgang gehen, wieso Sie wieder zurück in die Schweiz gekommen sind mit der Schuhindustrie. Ich hatte ja bis 2006 in Asien eine Infrastruktur, wo wir pro Monat 200'000 Paar Schuhe produziert haben. Und als ich MBT verkauft habe, war die Frage, wo geht es weiter? Respektive für mich hat es die Frage eigentlich nie gegeben. Ich habe wie gewusst, wenn ein Blitz aus dem Himmel gewusst, ich muss in der Schweiz produzieren. Da können Sie ja sozusagen gegen den Trend, andere verlagern die Produktion in Billiglohnländer. Ich denke da beispielsweise an Balli, an Künzli-Schuhe. Und Sie kommen zurück in die Schweiz. Wieso? Wirtschaftlich gesehen ist ja da wieder nicht interessant. Es hat wenig mit Vernunft zu tun, bis gar nichts. Respektive da, wo ich die Entscheidung gefällt habe, in die Schweiz zu kommen, habe ich mir keine vernunftorientierten Gedanken gemacht. Ich bin zwar wissenschaftlich ausgebildet und denke strukturiert, aber die Entscheid, die unternehmerischen Entscheid, die mache ich im Wesentlichen aus dem Bauch heraus. Und das war ganz klar ein Bauchentscheid, der sich im Nachhinein aber doch als richtig erwiesen hat. Jetzt im Nachhinein sieht man doch, dass es einige Vorteile hat, wenn man in der Schweiz produziert. In der Zwischenzeit produzieren Sie schon 7 Jahre lang hier Schuhe. Wie lange wird das noch der Fall sein? Sie haben gesagt, es war nicht ein Vernunftsentscheid. Kann man da überhaupt wirtschaftlich tragen, um in der Schweiz noch Schuhe zu produzieren? Ja, wir haben hier ein Gebäude, das grösser ist als ein Fußballfeld auf 2 Stöcke. Und wir hätten das nicht gemacht, wenn wir nicht den Glauben hätten, dass das langfristig wird so weiterlaufen. Also wir haben null Absichten, irgendwann in Zukunft von seinem Wald wegzugehen. Trotzdem, gerade im Frühling hat Künzli-Schuhe bekannt gegeben, dass sie die Produktion auf Albanien verlagern. Sie sagen, sie halten da noch fest. Was machen denn die anderen falsch, dass die ins Ausland müssen, die Billiglohnländer? Ja, wissen Sie, das hat mit einer ganzen Philosophie zu tun. Wir vergleichen uns nicht mit anderen, das habe ich nie gemacht. Wir schauen nicht, was die anderen machen. Ich bin Quereinsteiger. Ich hatte nichts am Hut mit Schuhen, bis ich 46 war. Und ich habe mich nie mit anderen verglichen. Was andere machen, ist ihre Philosophie. Wir machen das oder ich mache das, was ich sehe, was ich glaube, ist richtig. Und das ist oft ganz anders als das, was die anderen machen. Ihre Schuhe, die hier in diesen Räumlichkeiten produziert werden, wenn man so einen kauft, kostet rund 300 Franken. Kauft man andere Schuhe, die in einem Billiglohnland produziert wird von einer Schweizer Marke, bewegen sich die im gleichen Preissegment. Wie ist denn das überhaupt möglich? Müssten Ihre Schuhe nicht teurer sein? Unsere Herstellungskosten sind natürlich wesentlich teurer. Wir tun zwar Zollen automatisieren, also tunen. Wird die Sohle mit Robotern hergestellt. Hier oben ist alles Handarbeit. Da ist sehr viel Handarbeit dran. Die Erzeugungskosten sind, wie gesagt, viel höher. Aber im Vertrieb sind wir wesentlich günstiger. Wir haben keine Landesvertreter. Also wir lassen eine Ebene vom Vertrieb aus. Und die Margen sind generell auch halt kleiner. Da sieht man den Oberteil des Schuhs. Das Geheimnis von Ihren Schuhen steckt aber in der Sohle, in einer Luftküsse-Sohle. Hätten Sie das Gefühl, einen gewöhnlichen, normalen Schuh könnten Sie auch noch in der Schweiz produzieren? Oder ist das einfach, weil das so ein spezifischer Schuh ist, den man noch hier produzieren kann? Die Gedanken haben wir gar nicht gemacht, weil mit normalen Schuhen haben wir nichts am Hals. Im Gegenteil, ein normaler Schuh auf dem harten Boden, der schädigt den Körper. Und für mich macht es keinen Sinn, eine normale, harte, steife, statische Sohle herzustellen. Wenn das gut wäre für den Körper, dann glaube ich, könnten wir auch da. Als Maschineningenieur bin ich mich gewöhnt, lösungsorientiert zu denken und nicht, was geht nicht. Es geht im Prinzip alles, wenn man will und wenn man glaubt und wenn man, ja, wenn man sieht. Glauben Sie also, ganz fest würden Sie die Hand ins Feuer legen, dass Sie in 10 Jahren noch hier in der Schweiz die Kibun-Schuhe produzieren? Gut, die Hand lege ich grundsätzlich nicht ins Feuer. Aber ja, man hat nicht alle die Infrastruktur, die jetzt hier in Seenwalde aufgebaut,
wenn wir nicht das Ziel hätten, über Generationen hier in Sennwald weiterzuarbeiten. Herzlichen Dank, Karl Müller, für den Einblick in Ihre Produktion hier. Dass der Karl Müller wirklich daran glaubt, dass auch in Zukunft hier in der Schweiz wird Schuhe produzieren, sieht man allein an dieser Fläche, die hier noch frei ist. Wenn Sie auch die Möglichkeit nutzen wollen und selber mal erleben, wie in Sennwald Schuhe produziert werden und einen Eindruck gewinnen, dass in der Schweiz der Produktionsstandort trotz allem noch interessant ist, können Sie selber in Sennwald die Erlebnisproduktion besuchen. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.kibun-world.ch.